ich hab noch, das hört jetzt nicht auf, ne, bis Berlin. Ich hab zum Beispiel hier noch Unterschriftenlisten. Und zwar unterschreibt man da, ja, ich unterzeichne die Erklärung Atomkraft abschalten gegen ein Comeback der Atomenergie. Also, wer gegen ein Comeback der Atomenergie sein sollte hier, zufällig, kann das gerne unterschreiben. Ich habe sogar einen Stift hier in der Tasche. Das hat jetzt schon Butterfahrtcharakter. Unterschreiben wir mal hier. Hallo, ich habe noch eine kleine Durchsage. Und zwar gibt es noch ein Thema, das für mich total eng mit der Atomkraft oder beziehungsweise dem Ende der Atomkraft verbunden ist. Und zwar ist das der bundesweite Volksentscheid. Weil ich denke, eine große Mehrheit in Deutschland ist gegen die Nutzung der Atomkraft. Und trotzdem führt das nicht dazu, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Und ich denke, wenn so eine Frage zum Beispiel in einem bundesweiten Volksentscheid abgestimmt würde, dann hätten wir den Ausstieg aus der Atomenergie viel schneller. Denn Atomenergie ist nicht nur unfriedlich, wenn sie für Atomwaffen benutzt wird. Es gibt keine friedliche Atomenergie, meine Damen und Herren. Sie ist letztendlich eine permanente Kriegserklärung an die Schöpfung. Von daher sollten gerade die Politiker, welche sich christlich nennen, welche permanent von Nachhaltigkeit sprechen, sich an diese Worte tatsächlich erinnern. Sie ist das Gegenteil von christlich, sie ist das Gegenteil von nachhaltig. Sie ist letztendlich skrupellos gegenüber Tausenden von Generationen, die nach uns kommen, die Opfer sind unseres Luxus. Kommentierst im wahren Sinne des Wortes. Die Sonne scheint über uns. Der
Der Wind weht über uns, meine Damen und Herren, und er weht nicht nur hier in Berlin. Die Sonne scheint überall, wir müssen sie nutzen, aber dezentral, damit tatsächlich wir als Bürger über unsere eigene Zukunft entscheiden. Und deswegen, der 27. September ist eine Richtungsentscheidung. Aber unabhängig davon, wir müssen weiter engagiert kämpfen. Nicht nur für den Ausstieg aus der Atomenergie, sondern für den Einstieg in Energieeffizienz, in Verringerung der Energieverbräuche, in einen vernünftigen, zukunftsfähigen Umgang, in einen Umgang, den wir letztendlich auch für unseren Kindern und Kindeskindern verantworten können. Danke. In your pie. Somebody's got to pay the price. Somebody's got to pay the price. People are dying. Ein Auftrag an euch in der nächsten Legislaturperiode, der bundesweite Volksentscheid. Ja.